Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Es ist bereits im Titel eingeblendet. Heute kommt wieder ein weiteres Minecraft-Video. Und heute ist die heutige Challenge, wir dürfen keinen Fan berühren, weil heute sind wir in der Wüstenwelt. Ihr sitzt ja hier schon eingeblendet, falls. Und ja, ich befinde mich ja mal direkt im Wasser. Da beginnt auch die heutige Challenge. Als ich hier reingegangen bin, habe ich noch eine Karotte abgehauen aus Versehen. Und ja, die heutige Challenge startet aber erst ab hier. Okay. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir aus diesem Feld rauskommen. Und zwar baue ich mir einfach hier so ein... so ein Airblock ab. Jetzt muss ich hier irgendwie hochkommen, Leute. Okay, also das hätten wir jetzt schon mal. Wir können jetzt schon mal hier hochgehen, Digga. Aber natürlich müssen wir doch noch einen Weg dahin finden. Aber ich weiß echt nicht, wo wir uns als nächstes hinbauen sollten. Hinten ist der Eisengolem. Ich würde sagen, das Fass kann ich doch auch noch mitnehmen, oder? Ich würde sagen, ich baue noch mal jede einzelne Erde ab. Ich weiß, es ist ein bisschen unhöflich, hier einfach das Feld abzubauen. Aber für die heutige Challenge muss ich das halt leider tun. Alles klar, abbauen, alles abbauen, alles. Wir sind hier nämlich in einem Dorf, sind ja bereits. Ich würde sagen, das Fass baue ich erstmal auch ab. Okay. Und hier ist dann noch ein Airblock. Ich würde sagen, den kannst du mir auch geben. No. Okay, und wenn ich einmal Sand berühre, dann werde ich das Video sofort beenden. Ohne Tschüss sagen, die ich in jedem Video mit Kommentar machen, sondern einfach beenden. Okay, ich würde sagen, ich mache direkt mal den Glückmodus und da kann ich gar nicht runterfallen. Machen wir mal direkt den Glückmodus ein. Okay. Wo soll ich mich jetzt hinbauen? Oh geil, das ist ein Häschen. Süß. Ich würde sagen, falls es geht, Leute, baue ich mich jetzt dahin. Aber nö, das geht, glaube ich, gar nicht. Ich weiß echt nicht, wo ich mich hinbauen soll. Ich versuche mich jetzt einfach mal da hinten hinzubauen, Leute. Aber es geht nicht. Zu dem da hinten. Also ihr wisst, was ich meine. Nö, geht nicht. Okay. Wo soll ich mich dann hinbauen? Oh, vielleicht zum Gras. Ich habe eine Idee. Ich hau mich einfach zum Gras. Das ist zwar ein bisschen schummeln, aber das ist doch egal. Okay, aber ich gebrauche... Eigentlich ist das zwar so ein Stein, aber das darf ich auch nicht berühren. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass er dann nicht springt. Ey, bitte, dann nicht. Komm in die Erde. Yes. Okay, ich muss mich jetzt hier hochbauen. Na, ernst jetzt? Okay, mir rüberspringen. Yes, wir haben es geschafft. Auf das... Yes, hier ist noch ein kleines Kätzchen. Hallo, Kätzchen. Okay, oh nein, hier darf ich das Sand auch nicht berühren jetzt, Leute. Alles klar. Aber erstmal baue ich Erde ab, damit wir uns hier weiter bauen können. Aber ich weiß nicht, wo wir uns hinbauen sollen. Ich verbringe jetzt mein Minecraft-Spiel hier schon im Wüstenbiom. Ich habe herausgefunden, dass diese Sachen Biom heißen. Vom YouTube und ich, ja. Okay. Aber eigentlich weiß ich nicht, ob ich da hinten hinbauen sollte. Alles klar, der Etikett hinten ist noch ein Ertrunkenen, also ein ertrunkener Zombie. Er wird von den Minecraft-Entwicklern Ertrunkener genannt. Okay. Alles klar. Er hat nimmt. Nein, nicht platzieren, ja. Du verdammte Hurensohn. Okay, ich bin im Gras. Aber ich verbringe mein Minecraft-Spiel schon hier in der Wüste, weil es wäre jetzt zwar ein bisschen schummeln, wenn ich das nur im Grasland hier bringe, weil da ist die Chance kleiner, Sand zu berühren. In der Wüste ist überall Sand, ist die Chance größer, Sand zu berühren. In diesem Haus da ist Teppich, da würde ich jetzt gerne reingehen. Ich habe 18 Erde, das heißt theoretisch, das müsste jetzt locker reichen, um da hinzukommen. Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal in den Glückmodus rein. Alles klar, Digga. Ich würde sagen, das hier baue ich erstmal ab. Und jetzt muss ich noch diesen Sand abbauen, das ist ein Stein. Muss ich abbauen. Und das muss ich auch abbauen, Leute. Um das mit Erde zu ersetzen. Okay. Alles klar, wir sind hier drin. Wir haben keinen Sand berührt, Leute. Wir haben keinen Sand berührt. In diesem Haus sieht es noch schön aus. Okay, aber hier drin finden wir echt nichts. Das Bett nehme ich jetzt erstmal mit, würde ich sagen. Damit wir schlafen können, wenn es Nacht wird. Aber ich weiß nicht, ob ich das bis Nacht hier überlebe, wenn ich es nicht Sand berühre. Also ich sterbe nicht, wenn ich Sand nicht berühre, sondern ich weiß einfach nicht, ob ich das schaffe. Das ist nämlich die heutige Minecraft-Challenge. Weiß ich ja schon. Wenn ich Sand berühre, werde ich sofort Tschüss sagen. Nicht! Oh nein!